Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lesrak Dark in The Secret World. Wir müssen ein Teleko ein Telefon benutzen. Ein Teleskop benutzen. Ja. Schicker Anzug übrigens. Danke. Ja. Ich dachte mir, ich zeig mal, wie edel ich sein kann. Ja, deswegen. Ah, ich dachte, ich kann hier so einen Wheelie über die Klippe machen. Gut, dass das nie in Erdnuss raus. Ich glaube, das wäre übel ausgegangen. Ah ja, kein Vertrauen in die Eukalypter, ich sehe das schon. Oh, ich habe Vertrauen in sie. Verteilerin. So, hier ist ein Teleskop. Das benutze ich jetzt mal. Kann ich nicht benutzen. Warum nicht? Muss ich das andere benutzen? Oder hier Das wäre drüben jetzt. oder was? Okay. Was müssen wir denn hier sehen? Da ist so ein komisches Teil. Soll ich mal dann raufzoomen auf diesen Typi? Bringt anscheinend nichts. Okay. Hast du jetzt irgendwas gesehen? Ja. Was, oder was musste man denn da jetzt sehen? Die Fässer und den Goliath. Man darf aber nicht zu weit ranzoomen. Aha. Naja, gut, die habe ich wenigstens gesehen, ja. Zombie Goliaths töten. Das war was für dich. Ja. Ja, die halten wenigstens das aus, da habe ich ein bisschen länger Spaß. Gleich vier auf einmal? Was sagst du? Ja, cool, probier mal. Okay, ich vertraue ganz deinen Heilkünsten. Kann ja nur schief gehen. Nein, wird schon nicht schief gehen. So, zwei. Drei. Muss jetzt Ich habe schon das Gefühl, anfangen. ich. Kein Problem. Dürfte nur ein Problem werden, wenn ich länger gestunt bin. Oh, ich habe vergessen, ich sollte dich auch heilen. Ja. Darauf habe ich mich hierbei jetzt eigentlich verlassen. Ja, kommt schon, das wird eben. Ist ja schon unterwegs. Also ich heile dich noch schneller, als die dir Schaden machen. Sehr gut. So. Was haben wir denn jetzt hier wieder gekriegt, hier, Tolles? Wir haben Anima-Trefferwert bekommen. Und wir haben ein verzaubertes Band. Plus Gesundheit, plus magischer Schutz, das ist eigentlich was für dich, ne? Ich habe was anderes. Ein bisschen Heilungswert brauche ich ja auch bei den Tank-Sachen. Sind ja auch Heilungswert bei für die Selbstheilung. Ja, der Heilungswert ist aber schlechter als das, was ich habe bisher. Ja. Weil da die Priorität auf Lebenspunkte ist. Ich weiß, ich bin ein Klugscheißer. Ich sollte mich schämen, aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht tun. Aber das waren jetzt nur drei Golems, ne? Hier. So, jetzt müssen wir den der Typen, die narkotische Mutation. Also den müssen wir nicht töten, wir können es. Natürlich können wir das. Guck mal, wir haben vier von den riesen Dinger platt gemacht, denn jetzt macht uns nichts mehr Angst. Außer vielleicht der schwarze Mann. Ja, aber das ist eine Solo-Instanz, das zählt nicht. Man muss uns ja immer als Team betrachten. Ja, als Team sind wir sowieso unschlagbar. Außer in PvP wahrscheinlich. Weil ich noch nie wirklich gut im PvP war. Das ist eine Ich finde auch PvP ist irgendwie scheiße. Fässer Oh. mit Schmutz. Okay, was stört dich denn an PvP? Nur mal so Ich mag neugierig. nicht gegen andere Spieler spielen. Die sind immer besser als ich. Ach so, okay. Das war übrigens, ich habe ganz lange mit mir gerungen, auch mir Plants vs. Zombies zu kaufen, weil es da halt auch nur PvP gibt, ne? So, was nehmen wir denn? Ein Schwert. Die Faustwaffe ist schon mal schlechter.
Und die andere Waffe hat keinen Glyphenslot und ist nur minimal besser als meine Pistolen. Ich glaube, ich nehme die Pistolen, aber ich setze sie wahrscheinlich dann nicht ein, weil sie keinen Glyphenslot hat, wa? Macht Sinn dann, oder? Weil die Bitte? Die Pistolen hier hatten ja keinen Glyphenslot, die wir gekriegt haben hier. Ja. Das heißt, wenn die nur minimal mehr Schaden machen, macht das keinen Sinn, die auszurüsten wahrscheinlich. Ja, später wirst du dich mit den Waffen und der Ausrüstung sehr amüsieren. Wieso? Da haben die nämlich nur Angriffswert, Lebenspunkte oder Heilungswert. Nur eins von denen. Okay. Und den Rest musst du mit Glyphen und Siegeln machen. Okay. Willst du nochmal vier Leute tanken hier? Ja. Das hat Spaß gemacht, oder? Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Da bin ich mich richtig OP gefühlt. Darfst du nicht zu weit weglaufen? Nein, ich sammle dir nur. Wollen wir steigern und mal auf 5 gehen? Das ist mir wurscht, solange die nicht auf mich hauen. Ah, oh, einer geht auf mich. Ah, ich bin vergangen. Och ja. Ich muss noch nicht mal den Crit anschmeißen. Jetzt, wo du stehen bleibst, werden die schon ein bisschen besser. Auch nicht wirklich. Ich muss aber auch sagen, mit Malael habe ich ja das Weglaufen auch perfektioniert. Ja, ich habe schon viele Komplimente gekriegt. So, jetzt helfe ich dir ein bisschen mit. Aber merkt schon, ne? Wenn ich ein paar Sekunden aussetze mit dem Heilen, dann. Gehen die Runde, die linken Punkte. Ja. Aber es ist gut, das mal zu üben, glaube ich. So, jetzt die ganzen Pros, so der Villandesch, der guckt jetzt hier zu und dann so. Das ist noch nicht so gut. Ja, ich sehe schon. Villandesch guckt ganz gemütlich auf den Bildschirm. Noobs! Nein, das würde er natürlich niemals tun, ne? Nein, dafür ist er viel zu abhängig dafür, dass wir ihn nochmal mitnehmen. Ah, wäre ich mir nicht so sicher. Er hat mir erzählt, er hat diesen einen gefunden, mit dem er unterwegs ist. Ja, ist doch schön. Naja, man muss auch dazu sagen, Abhängigkeit ist nichts Gutes. Den kann er dann ja auch mitbringen, wenn er einen Bock hat. Oh ja, dann sind wir zu fünft. Oh ja, die Kombi können wir jetzt ja machen. Was, Kombi? Ja, zu den Fässern. Wenn wir die Fässern machen, alle Zombies, die dort in der Nähe sind, werden zu den Goliathen. Ah, cool. Ja, dann machen wir. Ich krieg ganz viele Zombies zu denen und dann. Boah, das wird lustig. Das heißt, ich darf die jetzt auch nicht töten, die. Oh, das ist ein Fass. Oh, das wäre so geil. Okay, jetzt muss ich den Crit aber mal anschmeißen hier. Wow, ich bin tot. Ja. Also gut, ich habe meine Grenzen erkannt. Aber ich muss jetzt weglaufen. Und hoffen, dass sie mich nicht einkriegen. Aua. Ja, tut mir ich leid. Hab's aber versucht. Ich konnte nicht widerstehen. Ja. Wie viel waren denn das jetzt? 15 oder was? Ne, 10 oder was? Wie? Ja, ungefähr. Wir haben unsere Grenze erkannt. Aber ich muss sagen, ich habe auch Schuld. Wieso? Was sich nicht bewegt oder was? Man soll sich bewegen, ich habe einen Heiler. Es ist deine Aufgabe, meine Bewegungslosigkeit auszugleichen. Okay. Wo bist du überhaupt jetzt? Da, wo ich gestorben bin. Ah, da. Mhm. Ja, aber 4 schaffen wir, ne? Ja, ja. Okay. Ich komm gerade auf mich. Nein, nicht auf mich. Oh. Geht weg von mir. Juch, ja. Die sind easy.
Quali, wie ist denn das Wetter so bei dir? Schön. Ein bisschen warm, aber es soll ja noch wärmer werden. Ja, ich meine, zwischen uns ist ja schon einiges an Entfernung. Das hätten wir ja schon mal gespielt. Also, vor allem. Ja. Ich muss mir gleich noch den einen Heilskill noch mal durchlesen, ob der abhängig davon, wie viele Ressourcen der abbaut, mehr heilt oder ob das egal ist. Warte mal, muss ich mal gerade jetzt gucken hier. So, verbraucht alle Faustressourcen. Heilt das Defensivziel dreimal pro Anwendung und heilt die Stärke der Heilung hängt von der Anzahl der verbrauchten. Okay. Gut. Also doch aufladen und dann erst heilen. Mit dem Salb. Okay, was sagst du? Schaffen wir 5 von denen? Ja, probieren wir. Okay. Ich Oh, werden doch nur 2. Wie gesagt, wenn ich mal 1-2 Sekunden lang mich nicht heile, dann geht's sofort los. Ja. Aber komm, man fühlt sich da richtig überlegen, wenn man das so macht, oder nicht? Ja, du. Ich stehe ja nur hinten dran und heile. Ein Sturmgewehr, cool. Oh. Hast du gekriegt, ne? Ich hab G gedrückt. Ja, ich hab's gekriegt. Ja, ich achte jetzt momentan auch bei den nächsten stufigen Sachen da dran, weil ich nämlich rausgekriegt habe, wie man die Optik auf andere Waffen übertragen kann. Aha. Man kann sich dafür bei diesen Rat von Venedig-Leuten so ein Dings holen. So ein Kit. Damit kann man dann so eine Optikversion machen und die dann mit seiner Waffe kombinieren. Okay. Zum Beispiel habe ich halt mit Male die Hektik. Und schon wieder hinten neben dir schon wieder Zombies. Male hatte ich halt einmal die schässlichste Schrotflinte gefunden, die man sich vorstellen kann. Oh, ich kann sogar mal einen neuen Skill holen. Ja, ich kann mir jetzt auch einen neuen Skill holen. Warte. Aber nee, 21 brauche ich. Ich habe erst 19. Aber ich könnte mal Fertigkeitspunkte einsetzen. Faust. Mal 6 wieder in Heilung stecken. Und dann bei Pistole. Ah ne, ich bespare den Rest. Auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen was in Heilung gesteckt bei der Faust jetzt. Ich mache jetzt 1,03% mehr Heilung. Oh mein Gott. Ja, Wahnsinn, ne? Jetzt können wir es mit 100 von den Dingern aufnehmen. Wir müssen zum Leuchtturm. Leuchtturm. Oh, Zombie. Jo. Kümmern Sie sich drum, Mr. Agent. So, zumindest sehen Sie so aus wie ein Agent. Ja. Ich bin Agent 006. Aber das ist der normale Anzug, den man sich in dem Laden kaufen kann? Nicht ganz. Sondern? Das Unterteil, das mit dem Schlips, habe ich im Ingame-Shop gekauft. Für den Account. Weil ich habe nämlich kein Unterteil für den Oberkörper gefunden, das ein Schlips hat. Mhm. Und ich finde, ein Schlips gehört zum Anzug. Das ist korrekt. Ich habe ja damals gesagt, ich würde niemals in meinem ganzen Leben einen Schlips tragen. Ich damals, als ich noch kleiner war.
Es lässt sich nicht durchhalten, Kinder. Ich hab wie kein paar Mal gesagt, ich werde niemals so lang können. Und jetzt trägst du gerne Schlips, oder was? Ja, gerne nicht, aber... Ne, es macht schon... Also es stimmt ja schon, was man sagen kann. Kleider machen Leute. Es ist leider so. Ich finde das auch scheiße, aber... Ich bin sehr froh, dass du mich bisher noch nie gesehen hast. Also ich laufe auch am liebsten mit Jeans und T-Shirt rum. Oder eigentlich laufe ich am liebsten mit Jogginghose und T-Shirt rum, weil es am bequemsten ist. Ich bin auch, wenn ich rausgehe, ich bin eher der Typ praktisch. Wenn was passt, reicht es mir. Aber das ist halt, wenn du irgendwie arbeitest, mit Leuten zusammenarbeitest, vor allen Dingen. So, und musst du halt Schlips tragen. Ja, und dann, die wollen auch immer, dass du eher einen Zopf trägst, weil es besser, weil es gepflegter aussieht, ja. Habe ich, als ich lange Haare hatte, gemacht. Weil ich, auch fand, dass es besser aussieht. Ich nicht. Ich mag so ein bisschen dieses Optische, wenn die Haare so ein bisschen im Gesicht hängen. Aber da bin ich wahrscheinlich etwas zu sehr von den Animes versaut. Weil die reden in Animes nie darüber, was für Probleme das für die Sicht bedeutet. Darüber müsste es mal ein Anime geben. Was muss dieser doofe Typ hier in diesem Leuchtturm so weit weg wohnen? Ja, was glaubst du, warum er da wohnt? Die sind schon ein bisschen auch zu faul, zu ihm zu gehen. Und die haben keine Motorräder. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ein Fass zerstören. Bring ich hin. Ich würde nicht so nah dran stehen. Komm mal schon wieder diese komischen Viecher hier. Das ist Gregory. Nein, das ist ein vom Schmutz infizierter Arbeit. Ja, und der heißt Gregory. Weil, weißt du, das ist gleich heißt... Ach, das ist eine Frau! Ja, eben. Georgina. Das ist Gregorys Frau. So, Bericht senden. Yay, nur noch ein KP, dann kann ich mir den Heilungsdingens da kaufen. Yay, nur noch 15 KP! Ja, das ist halt echt, das finde ich in der Savage Course halt auch so dumm. Das dauert so ewig, bis du neue Skills kriegst. Aber glaub mir, das geht später, da werden die hinterhergeschmissen. Und dann brauchst du noch mehr. Wäre sehr viel mehr. Noch mehr? Ja, und FPs. Momentan habe ich da ein paar Sachen, da musste ich jetzt 40 FP zweimal bezahlen. 40 FP? Ja. Ach du Kacke. Dann kannst du dir die KP-Preise ja vorstellen, ne? Ja. Ja, machen wir hier die Computer-Quest von dem auch? Ja, aber da kann ich dir nicht helfen, die habe ich nie gemacht. Ja, dann probieren wir den nochmal. Schuld und Sühne, ne? Okay. Verfluchen wir auch den Himmel für unser Schicksal. Aber die Hölle haben wir uns selbst errichtet. Der Elfenbeinturm. Nummer 1 der New York Times Bestsellerliste. 5 Wochen lang. Wir sind die Architekten unseres eigenen Schicksals. Es gibt keine Unschuld, nur Ignoranz. Niemand kann mir Mitgefühl vorwerfen oder dass ich mich um andere sorge. Wahrscheinlich sagen die meisten, Sam Creek sei ein eiskalter Hurensohn. Ja, ich auch. Sie haben recht. Menschen interessieren mich nicht. Aber was sie tun, nun, da wird die Sache schon interessanter. Vor allem, wenn die Taten Konsequenzen nach sich ziehen. Ursache und Wirkung, Schuld und Sühne. Darum geht's in all meinen Büchern mit ihrer Millionenauflage. Was haben die Einwohner von Kingsmith getan, um das zu verdienen? Ich sag's ihnen, sie waren böse. Kingsmith... Solomon County, böse durch und durch, wie ein neuzeitliches Sodom und Gomorra. Schon immer. Schon ab dem Moment, als die Pilgerväter ihr Boot verließen und an Land gingen. Finstere Fäulnis schwert hinter dem Blumenschleier der Labor Day Barbecues, der Paraden und dem Ahornsirup. Ich muss das wissen.
Je tiefer ich bohrte, desto mehr habe ich auch gefunden. Ein gottverdammter Abgrund der Vorahnung. Ich habe Beweise von Taten gesehen, so grausam und verrückt, so verdreht und krank. Direkt da draußen, dass man sie mit einem meiner Bücher verwechseln könnte. Wenn Sie welche gelesen haben, und das haben Sie sicher, dann wissen Sie, dass Blut an diesem Ort klebt. Nach den unzähligen Verbrechen hier. Sie kennen das bestimmt. Wenn am Ende des ersten Aktes eine Pistole auf dem Kaminsims liegt, werden damit jemandem die Eier weggeschossen. Er wird regnen lassen über die Gottlosen Blitz, Feuer und Schwefel. Och ja. Ich mag ihn. Ich nicht. Man kann ja über ihn sagen, was man will. Aber er belügt sich nicht selber, wie er ist. Er sieht sich wirklich so, wie er ist. Ja. Er versucht sich auch nicht schön zu reden oder so. Beachten Sie. Ich muss. GPS, bla bla. Okay. Sam Screeks verschlossenen Wagen finden. Na gut. Sollten wir ja hinkriegen irgendwie, ne? Ja. Gucken, ist ja auf der Karte eingezeichnet, der Bereich, wo wir hin müssen? Natürlich nein, nicht. Sonst wäre es ja auch keine Forschungsquest. Ne? Ich wollte schon sagen, wann ist da jemals was eingezeichnet? Aber ich... Da war doch auch irgendwo so auf dem Weg, wo wir auf diesem, wo wir für die Raben hinterher gefahren sind, da war doch irgendwo ein Auto. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er, als das Ganze hier losging, einen Unfall gebaut hat, wegen den Zombies, die auf einmal aufgetaucht sind und dann hier hoch. Hier ist ein Auto. Ja. Habe ich dir schon mal gedacht, dass du ein Genie bist? Nein. Oder doch, sind Zombies. Und dachte ich dir jetzt noch mal. Du bist ein Genie. Du bist die zweitklügste Person, die ich kenne. Neben Karl. Nein, eigentlich neben Falken, aber passt ja ungefähr, beide Vögel. Reicht das, wenn du das jetzt guckst hier? Nee, ich muss es auch nochmal machen, okay? Okay. Das GPS ist jetzt hier. Ihre Reiseroute wurde berechnet. Fahren Sie bitte auf eine abgebildete Straße. Fahren Sie 200 Meter nach Osten weiter und nehmen Sie die zweite Abzweigung. Ja. Bereiten Sie sich darauf vor, nach rechts abzubiegen. Biegen Sie nach rechts ab. Und folgen Sie 500 Meter dem Straßenverlauf. Rechts. Folgen Sie weiterhin dem Straßenverlauf. Bereiten Sie sich darauf vor, nach links abzubiegen. Ja. Biegen Sie jetzt nach links ab. Navigation pausiert. Okay, es ist wahrscheinlich vorne am Spawnpunkt irgendwo, wo wir hin müssen. Also würde ich sagen, wir spawnen mal zum Rummelplatz. Wie du möchtest. So. Und dann hat er gesagt, nach rechts abbiegen. Also müssen wir nach hier nach links. Tada! Mach mal die Zombies platt. Jawohl. Darf ich einen behalten? Nein. Bei der Tankstelle nach Hinweisen suchen. Tidding! Ich
Ich werde nie vergessen, Sam, bla 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 bla. Wir müssen sie weiter mit der hässlichen Wahl konfrontieren, herausfinden, wo Creeks Informant gewohnt hat. Okay, ein Fenster mit Klimaanlage. Okay. Such mal da mal Geh das doch Haus. Mal auf die Webseite, die da auf dem Foto steht. Da stand eine Webseite auf dem Foto. Sam Creeks Items WordPress.com. Moment. Sag nochmal. Warte, wo ist das? Bild anzeigen. Sam. Moment. Also alles in einem Wort, ne? Also www. Sam. Ja. Kriegs. Ja. IGHT. IGHT. I. Achso. I wie? IGHT. Ja, I. NGS. Sightings, ja. Wo, und nach, also danach ein Punkt, Word. Ja. Press. Achso, WordPress, ja. .com. Sam Creek Sightings. Okay. Boah, hast du draufgehauen auf die Tastatur? Die braucht das. Sam Creed's coming to Solomon Island. I'm afraid to jinx it's a friend. Stay tuned for more. Cover der neuen. Okay, Hidden World. Sam die Seite gibt's? Ja, die gibt's. Natürlich gibt's die. Hier gibt's alle Seiten, auf die hingewiesen wird. Hier sind die ganzen Bücher von dem. Okay. Ja, aber sonst ist da jetzt nichts Tolles. Suchen wir nach Häusern. Also. Da oben, oh, da oben ist Wissen. Wie kommt man denn da hoch? Ich will zu dem Wissen. Aber erst müssen wir die Zombies hier wieder töten. Hier sind noch mehr Zombies. Bitteschön. Oh. Ein Geschenk für den Lesraktar. Ja, noch gerettet, ne? Ja, dieses stumme Haar, das ist halt tödlich. Ja. Naja, aber ich werde auch. Also, früher bei WoW wurde ich auch gerne immer genannt Lash die Glücksau. Wissen! Zu spät, hab sie. Die Orochi Group. Die sind schon wieder Raben. Wo ist überhaupt Karl? Oh. Naja, das Hähnchen von gestern. Huh? Wow, den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. Oh, der hat ein Sternchen. Links neben der Krone. Heißt? Ich weiß es nicht, aber ich habe das noch nie gesehen, oder? Besonders stark ist er ja nicht. So, verbinde ich schon, wenn man bedenkt, wie der aussieht. So. Okay, das gab ein. Das war so ein seltener. Es gab ein. Wir sind Volk. So OP. Wir finden sogar die seltenen. Yeah! Deswegen, wenn wir hier schon mal auf dem Dach stehen, können wir ja. Kann ich jetzt endlich mal meinen Heilungsskill machen. Was hat das mit dem Dach zu tun? Das, weil das Dach ist cool. Okay, du bist der Boss. Oh, stopp. Ich hab den Skill von davor noch gar nicht. Okay. Ausbrennen. Heilt das Defensivziel 106, gewährt ein Heilung über Zeiteffekt. Die Frage ist jetzt natürlich, ist Nähren heilt um 85 und hat einen Heilung über Zeiteffekt für 5 Sekunden um 11. 85, das tut weh. Ja, 85. Ich vergleiche gerade mit den Skills von meinem Maler-Edel, der ja schon sehr viel weiter ist. Der heilt immer noch weniger wie du. Okay.
So erhöht die Dauer von Nähren auf 5 Sekunden. Um 5 Sekunden, das heißt, das Nähren heilt dann um 10 Sekunden für 11. Hm. Und das andere heilt 4 Sekunden für 8. Kann aber gestapelt werden. Bis zu 3 Mal. Das heißt, das andere müsste besser sein, ne? Ich kam jetzt gerade nicht ganz hinterher. Also ich habe einmal ein Skill, der heilt 85. Wie steht es da? Wenn er steht pro Sekunde. So. Nee, der heilt einmal 85 so. Und dann Heilung über Zeiteffekt pro Sekunde um 11. Okay. Und zwar 5 Sekunden lang. Mit einem passiven Skill noch 10 Sekunden lang. Ja, dann heilt er immer noch jede Sekunde 11. So, und der andere heilt einmal 106, was ja an sich schon mal besser ist. Und dann für 4 Sekunden 8. Und das kann 3 Mal gestapelt werden. In der Stapelware. Ne? Stapel ist meistens besser, oder? Ja, finde ich auch. Also ich persönlich bevorzuge Stapeleffekte. Ja, das heißt, ich habe jetzt auch einen passiven frei. Weil die haben nämlich den netten Vorteil, dass bei manchen Stapelbahnen, wenn die von den Gegnern entfernt werden durch Reinigung, dass dann nur ein Stapel entfernt wird und nicht der komplette Effekt. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Ja, bei manchen Stapeln ist es halt so, bei manchen halt nicht so. Das sieht man erst leider wirklich durchs Herausfinden erst. Mhm. Aber von daher sage ich lieber Stapel, yo. Okay, das habe ich jetzt also wieder das Problem, dass ich jetzt wieder einen passiven frei habe. Hm, voll das Problem, ne? Darf ich dir ein Skill zeigen? Wie geht das denn? Indem ich dir beschreibe, wo der ist bei den Pistolen. Ja, was denn? Pistolen, äußerer Ring. Ja. Von unten der vorletzte. Also die, ja. vorletzte Skillreihe, Kreuzfeuer heißt die. Ja. Da der unterste. Deal besiegeln, naja. Da drüber. Ja, da bin ich schon lange nicht. Also da drüber, bei einer steht noch. Also ja. bei der Skillleiste. Der vorletzte. Einzelangriff 288, oder was? Nein, bei einer steht noch. Das ist ein über Kreuzfeuer. Die Skillleiste meine ich. Ja. Das, was wolltest du da? Der vorletzte, der heißt Abschluss. Ja, erhöht den Schaden und Heilung von ressourcenverbrauchenden Kräften. Ja, und mit dem Elite-Skill ist es eine geile Kombination. Jo, aber da bin ich noch lange nicht bei dem Ding. Ja, ich weiß, aber ich wollte es dir wenigstens mal zeigen, weil ich persönlich finde die richtig, richtig gut. Ja. So. Ich habe jetzt noch 9 Punkte, das heißt, ich könnte mir... Kann man sich denn hier irgendwas holen? Salz in der Wunde, immer wenn sie Befallen auslösen, verursachen sie 18 körperlichen Schaden. Nee, ich löse kein Befallen aus. Detonation haben wir auch nicht. Immer wenn sie ein behindertes Ziel treffen, löst du behindert aus? Löst du mit irgendwas behindert aus? Ich nein. Also können wir das auch weglassen. Was ist eine WBCAH-Heilung? Vielleicht ein Wirkungsbereich, okay. Ja, aber das ist ein aktiver Skill. Ich brauche einen passiven Skill, der vernünftig ist. Schadenheilung von Blutkräften macht keinen Sinn. Schaden... Erhöht den Schaden von Schaden über Zeiteffekten? Nein. Immer wenn der Feind stirbt und sie noch Psyllen-Ressourcen haben, werden Leute geheilt. Das ist doch ganz gut. Zumindest bis ich was anderes habe. Hast du auch drin dieses alle Faustkräfte heilen und Schaden 10% mehr? Moment. Weil der ist im inneren Ring. Von den Fäusten. Raubtier, ja, habe ich. Okay. Ja. Ich glaube, dann nehme ich jetzt erstmal den Fangschuss, bis ich halt den anderen... Jetzt muss ich wieder auf 21 sparen, aber gut. Wir sind auch dann am Ende der Folge. Schon? Ja, schon.
Und beim nächsten Mal suchen wir, wo der Informant gewohnt hat. Bis dahin, have fun, euer Quan. Tschüss.